Hallo und herzlich willkommen hier auf Optionshandel, unserem Kanal für den Handel mit Optionen und allem, was mit Börse zu tun hat. Heute ein kleiner Rückblick, ein erster kleiner Rückblick auf die World of Trading und zu ganz speziellen Anbietern, die wir auf dieser Messe gesehen haben. Also die World of Trading ist ein paar Tage vorbei. Wir waren ja mit einem Stand von Optionsstrategien auf der Messe vertreten. Viel Spaß gemacht. Wir haben ganz, ganz viele Videos da gedreht. Also wir haben sogar einen Vlog, also ein Videotagebuch gedreht. Das kommt demnächst hier auch auf diesem Kanal. Und ich möchte euch jetzt auch in den nächsten Videos ganz gerne ein paar meiner Eindrücke schildern, die ich auf der Messe hatte. Und als allererstes möchte ich über ein Thema mit euch sprechen, nämlich binäre Optionen und Anbieter dieser binären Optionen. Um es gleich ganz kurz vorweg zu sagen, ich halte binäre Optionen ganz klar für Betrug. Ich halte das für ein betrügerisches System. Beziehungsweise ein System, was, es ist ja nicht illegal, sondern das sind ja legal zugelassene Broker, aber was von vornherein eigentlich darauf aus ist, dass die Kunden bei diesem System verlieren. Und auf der Messe waren halt auch ein oder zwei Anbieter, die oder Broker, sind ja in der Regel immer Broker, die solche Dinge anbieten. Und einer ist mir da ganz besonders aufgefallen. Ich will jetzt auch gar nicht den Namen nennen, ihr könnt selber auf die Webseite der WOT schauen und dann seht ihr auch ganz schnell, wer da alles ausgestellt hat. Aber im Grunde kann man die auch alle in einen Topf werfen, weil bei binären Optionen gibt es keine seriösen und keine unseriösen, sondern da sind alle im Grunde genommen aus dem gleichen Wasser geschnitzt. Der eine tritt ein bisschen aggressiver auf, der andere versucht es etwas seriöser. Letztendlich ist das aber alles das Gleiche. Und zwar, ich bin an einem Stand vorbeigelaufen und da hielt dann einer von dem Standpersonal, hielt da gerade einen Vortrag und er sagte dann, und das war nicht jetzt irgendwie sinngemäß und so, sondern er hat es ganz klar und eindeutig gesagt, also mit binären Optionen ist es absolut möglich, 25% Rendite und jetzt, hör zu, pro Monat zu machen. So, 25% Rendite pro Monat. Im Grunde genommen müsste eigentlich jeder, der an diesem Stand steht und dem zuhört, spätestens bei diesem Satz aufstehen und müsste gehen und dann müsste dieser Stand eigentlich bis zum Ende der Messe leer bleiben. Aber das ganze Gegenteil war der Fall. Sehr, sehr viele Leute waren an diesem Stand und man hat es ja auch gesehen, haben da Konten eröffnet. Und nun muss man sagen, für den Anbieter war das also eine sehr, sehr erfolgreiche Messe. Für die Kunden wird es ein böses Erwachen geben, denn wir haben ja oft darüber gesprochen, wie viel Prozent der Neueinsteiger, und es sind nur Neueinsteiger, die bei denen Konten eröffnen. Also jemand, der ein bisschen Erfahrung hat im Markt, der macht kein Konto bei einem binären Broker auf, es sei denn, er will das mal testen, aber frage ich mich auch, warum du etwas testen willst, wo du weißt, es kann keinen positiven Erwartungswert geben und so schön, als würde man ins Casino gehen, ist das ja nun weiß Gott auch nicht. So, warum ist das aus meiner Sicht heraus Betrug? Warum sind binäre Optionen aus meiner Sicht heraus Betrug? Der Grund ist einfach der, wenn ihr ein Finanzinstrument handelt, also egal ob es jetzt eine Aktie ist, ob es eine Option ist, ob es ein Future ist oder ob es ein Forex-Produkt ist, dann ist es immer so, dass es einen Counterpart gibt. Das heißt also jemand anderem, der mit euch an der Börse handelt. Das heißt also, ich kaufe eine Aktie, irgendeinen gibt es, der die Aktie gerade verkauft. Und das machen wir über eine Börse. Das heißt, wir haben hier eine Börse und Käufer und Verkäufer, die Börse bringt die beiden zusammen. So, wie ist das jetzt aber ganz speziell bei binären Optionen? Bei binären Optionen ist es so, dass es keine Börse gibt, sondern jeder Broker stellt erstmal seine eigenen Preise. Das ist bei CFDs so ähnlich, aber CFDs sind also meilenweit von dem entfernt, was binäre Optionen sind. Denn bei binären Optionen ist es so, dass man hier ganz, ganz klar gegen den Broker wettet und der Broker sich dagegen noch nicht mal irgendwie abhedgt. Das heißt also,
Es ist eindeutig, wenn du mit binären Optionen 1 Euro gewinnst, dann muss dein Broker das verlieren. So, und wenn man jetzt mal überlegt, wir gehen mal auf dieses Versprechen dieses Anbieters oder dieses, das war ja Standpersonal, das sind ja nicht die Leute, die dahinter stehen, sondern das ist angeheuertes Standpersonal, den gibt man so eine Vertriebsphrase mit, Ahnung haben die ja auch alle keine. So, Geld haben die übrigens auch alle keine, da braucht man sich bloß anschauen, was die für Anzüge haben, was die für Schuhe haben, das klingt ein bisschen arrogant, aber wenn ich 25%, im Monat Gewinn mache, dann habe ich nicht mehr meinen alten Konfirmationsanzug an, aber okay. Aber warum kann das also nicht funktionieren? Überlegt euch einfach, wenn alle Kunden glücklich und zufrieden sind und wenn die so viel Gewinn machen, wo kommt denn dieses Geld her? Es muss ja irgendeiner verlieren. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir handeln mit Optionen, wir gewinnen mit Optionen, weil wir zum Beispiel Optionen verkaufen, dann wissen wir, wer die Verlierer sind. Nämlich es sind die Käufer von Optionen. Es ist nicht unser Broker. Unser Broker, der bekommt Gebühren und damit hat sich das Ganze. So, wenn wir aber sagen, wir sind diejenigen, die binäre Optionen handeln und wir machen alle Geld, wir gewinnen alle Geld, wer verliert dieses Geld? Das kann nur der Broker sein. Erstaunlicherweise ist es aber so, dass die Broker, die die meisten Kunden haben, diejenigen sind, die das meiste Geld verdienen. Wie kann das sein? Wo doch die ganzen Kunden angeblich alle so glücklich, zufrieden sind und ganz viel Geld machen. Das heißt, jeder Trade, den der Kunde macht, wird beim Broker verloren. So, das heißt, der Kunde oder der Broker müsste das verlieren. Das heißt, die wären alle schon längst insolvent. Und jetzt können wieder ein paar Schlauköpfe kommen und können sagen, naja, der Broker hedgt sich ja an der Börse. Da sollte sich mal jeder durchrechnen, was das kosten würde, wenn die Kunden, und jetzt gehen wir mal gar nicht von 25% im Monat, aber wenn die Kunden 25% im Jahr rausziehen würden, wie hoch die Hedge-Kosten wären. Das heißt, warum sollte er das machen? Ne? Also da könnte das gar nicht machen, das ist nicht finanzierbar. Es ist finanzmathematisch nicht finanzierbar. Jeder, der mir da einen Beweis bringt, dem zahle ich sofort 1.000 Euro Cash bar auf, machen wir hier ein Video drüber, kriegt er von mir sofort 1.000 Euro bar hingezählt. Kriegt übrigens auch jeder von mir 1.000 Euro Cash, der mir mal einen echten Kontoauszug über, sagen wir mal, 2 Jahre bringt, wo ein paar hundert Trades gemacht hat, was ja angeblich alles immer so super funktioniert bei einem binären Optionsbroker und der mir mal zeigt, dass er da Gewinn gemacht hat. Warum? Die gibt es schlicht und einfach nicht. So, und was ist jetzt mit den, warum kann das nicht funktionieren? Es kann auch schon rein mathematisch nicht funktionieren. Es kommen immer mal es kommen auch zu uns Leute anscheinend und sagen, ja, ich weiß, ihr habt eine negative Meinung zu binären Optionen. Ich habe jetzt aber schon binäre Optionen gehandelt und zwar mit ganz, ganz weitem Abstand. Ihr wisst ja, binäre Optionen funktionieren im Grunde genommen so. Ich muss langsamer reden. Mir hat jemand gesagt, ich muss langsamer reden. Okay, also binäre Optionen funktionieren so, dass du ja sagst, ich wette auf ein bestimmtes Ereignis und wenn dieses Ereignis nicht eintritt, also zum Beispiel, dass eine bestimmte Quelle oder Schwelle im Markt nicht mehr unterschritten wird, der DAX fällt nicht mehr unter 10.000 innerhalb einer bestimmten Zeit oder irgend sowas, dann bekommst du eine maximale Summe ausgezahlt. Also du machst beispielsweise eine Wette, sagst, okay, es kostet mich 7 Euro und wenn der DAX innerhalb einer bestimmten Zeit nicht unter 10.000 fällt, dann bekomme ich 10 Euro zurück. So, jetzt kannst du natürlich diese Wette dahingehend beeinflussen, dass du sagst, wenn ich jetzt nicht sage 10.000 Punkte im DAX, sondern ich sage 9.900, dann kostet mich das eben nicht mehr 7 Euro, sondern nur noch, oder dann kostet das eben 8 Euro. Das heißt, mein Gewinn wird kleiner, aber die Wahrscheinlichkeit steigt ja an. Und das kannst du immer weiter treiben. Und einer war bei uns, der hat gesagt, ja, er geht ganz, ganz weit weg und bezahlt, jetzt, ich sage jetzt mal, 9,50 Euro für diese Wette. Und wenn er recht hat, bekommt er 10 Euro zurück. So. Und damit kommt er natürlich sehr, sehr weit weg von dem Preis und hat extrem große Gewinner. Er sagt, ich habe schon 30 Mal hintereinander gewonnen. Da sage ich, jawohl, das hast du auch, das kann auch passieren. Aber, und jetzt kommt der Punkt, überlegt mal, wenn ihr 9,50 Euro einsetzt, um 10 Euro zu gewinnen, dann habt ihr 50 Cent Gewinn bei einem möglichen Verlust von 9,50 Euro. So, oder es gibt sogar welche, da ist es noch kleiner. Ihr setzt 9,80 Euro ein, um 10 Euro zu gewinnen. Das heißt, ihr habt 20 Cent
Chance auf 9,80 Euro Risiko. Und wenn ihr jetzt 10 Trades hintereinander Gewinn macht, macht ihr 2 Euro. Wenn ihr 40 Trades hintereinander Gewinn macht, macht ihr 8 Euro. Aber wenn ihr innerhalb von 50 Trades, wenn der 51. schief geht, dann verliert ihr mit dem 51. Trade mehr, nämlich die komplett eingesetzten 9,80 Euro, als ihr im Vorfeld gewonnen habt. Und genau das ist das Prinzip von binären Optionen. Es ist einfach so ausgerechnet, dass jeder Kunde, der binäre Optionen handelt, von vornherein einen mathematischen Nachteil hat. Das ist so ähnlich wie Casino oder wieder Roulette. Auch da hast du als Spieler von vornherein einen mathematischen Nachteil. Und du kannst machen, was du willst. Du kannst dieses Prinzip nicht aushebeln. Jetzt hast du im Casino ja zumindest nochmal die Chance, wenn du Glück hast, dass du da mal eben groß gewinnst. Bei binären Optionen hast du diese Chance aber nicht. Warum hast du die nicht? Weil du natürlich diese großen Einsätze nicht tätigen wirst. Es gibt keine High Roller bei binären Optionen. Und was nützt dir denn das, wenn du jetzt sagst, okay, ich setze jedes Mal 10 Euro, 100 Euro, selbst 1000 Euro ein und mache dann 30, 40, 50, 60, 70, 80 Trades hintereinander, um danach alles zu verlieren. Also das heißt, du hast gar nicht die Chance, aufgrund deiner Vielzahl der Trades, die du ja machen musst, jemals einen großen Gewinn zu machen, weil über kurz oder lang schlägt dich die Bank. Also beim Casino kannst du ja noch sagen, okay, du spielst halt Roulette, setzt einmal auf die richtige Zahl und gewinnst eben jetzt. Aber wenn du jetzt sagst, okay, machen wir mal das Beispiel Roulette, du setzt jetzt irgendwie 100 Euro auf die richtige Zahl und gewinnst das 36-fache, dann hast du 3600 Euro gewonnen, also 3500. So, aber ist das ein lebensveränderndes Ergebnis? Könntest du darauf deinen Unterhalt aufbauen, dass du sagst, okay, ich trade jetzt Roulette. Ich spiele jetzt immer Roulette, weil ich habe ja schon mal die Chance. Nein, kannst du nicht. Und genauso ist es bei binären Optionen. Du bist von vornherein immer im Nachteil. Und das ist schon was sehr interessant ist zu sehen auf diesen Messen, wie trotzdem sehr, sehr viele Leute auf die Versprechen hereinfallen und dass dann plötzlich so dieses ganze logische Denken komplett sich ausschaltet. Also, dass man einfach sagt, okay, es ist doch logisch, es kann doch überhaupt nicht funktionieren. Wenn sie dann plötzlich hören, du kannst dir mit einem Trade 50% Gewinn machen und du kannst ja auch mit 10 Euro nur traden, also ganz klein, dass das dann irgendwie setzt die Rationalität dann komplett aus. Wenn jemand sagt, du kannst an der Börse 10, 12, 15% im Jahr machen, dann sagen alle, ich glaube nicht, dass das geht. Aber wenn jemand sagt, du kannst 50 oder 100% an der Börse machen, dann schaltet plötzlich der Kopf aus. Und auch ein ganz, aus meiner Sicht heraus, ein ganz wichtiger Punkt, woran man die Seriosität mancher Angebote erkennen kann, ist die Höhe der Einzahlung, die du machen musst, um da ein Konto aufzumachen. Und wenn du eben bei einigen dieser Broker mit 10 Euro starten kannst, das heißt, du kannst ein Konto aufmachen mit 10 Euro, dann fragt euch mal, wie sich das alles finanzieren soll. Wie die allein so einen Messestand für 40.000, 50.000 Euro finanzieren sollen, wenn du mit 10 Euro anfängst und dann jeden Monat 20% Gewinn machst. Wo wollen die ihre Gewinne hernehmen? Also wie soll das funktionieren? Man muss einfach mal nur ein bisschen gesunden Menschenverstand haben, um darauf zu kommen, dass das alles nicht so funktioniert, wie es die Werbeprospekte versprechen. So, das war mal meine Meinung zu binären Optionen. Ich bin gespannt, ob in den Kommentaren wieder die Leute kommen, die dann schreiben, das ist alles Quatsch, was du sagst. Und jawohl, das funktioniert. Ich trade das schon seit 10 Jahren. Das sind übrigens dann alle, die jetzt kommen. Ich weiß es jetzt schon. Sind alles wieder irgendwelche anonymen Nicknames hier auf YouTube. Und deswegen mein Angebot. 1000 Euro bar Cash für euch, wenn ihr mir erstens was zeigt, wo es mathematisch nachweisbar ist, dass man mit binären Optionen Geld verdient. Und 1000 Euro gibt es noch extra dazu, wenn ihr mir einen Kontoauszug bringt, wo ihr mir zeigt, dass ihr mindestens 2 Jahre lang Geld verdient habt mit binären Optionen. Und zwar so, wie ihr es immer behauptet, nämlich, dass ihr viele Trades macht und dann jeden Trade 50, 100
was weiß ich, 25% im Monat. Also wenn ihr mir das zeigt, kriegt ihr von mir auf der Stelle hier ein Tausender ausgezahlt. Bin gespannt, ob dann die Reihe von Leuten hier steht, die sich da auszahlen lassen. Also dann, in diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut.